Hallo Leute, ja, 5000 Likes auf meiner Autorenseite ist ja gar nicht so wenig, ne? Ja, ich meine, man weiß ja, wieso Zahlen zustande kommen, ne? Wahrscheinlich von den 5000 sind 500 irgendwie fake, 500 existieren eigentlich nicht mehr, aber haben noch den kalten, toten Finger auf irgendeinen Beitrag oder auf die Seite gelegt und werden deswegen auch mitgezählt. Ja, dann ganz viele sammeln ja einfach nur Seiten und klicken überall ihre Likes hin, ohne jemals die Seite zu abonnieren oder zu folgen. Aber das geht ja jeder Seite so, die hier unterwegs ist. Und deswegen finde ich 5000 ist schon irgendwie nicht schlecht. Ich kann es zumindest reinen Gewissens behaupten. Ich habe keine davon gekauft. Dafür würde ich noch kein Geld ausgeben. Und naja, würden jetzt mal alle 5000 alle meine Bücher lesen, das würde sich natürlich schon mehr auswirken als diese irgendwie irrelevanten Klicks und Likes. Aber naja, letztendlich völlig irrelevant ist es auch nicht, weil naja, dafür informiert man ja auch die Menschen und ist ab und zu mal leidlich unterhaltsam, bietet mal irgendwas zum Nachdenken oder zum Schmunzeln. Also von daher, so viel Schlechtes man über Social Media sagen kann, die können eben auch ein bisschen social sein und man kann sie dazu nutzen, zu unterhalten, zu informieren und über die schönen und guten Seiten im Leben und eben Unterhaltungsbusiness sozusagen zu sprechen und nicht immer nur motzen, kritisieren und hassen. Das ist ja viel zu verbreitet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so eine Berufskrankheit bei vielen Autoren, also bei mir zumindest, dass ich viel rede. Ich habe jetzt gerade keine Bücher dabei, weil dieser Schrank, aus dem ich früher schon mal Lesungen gemacht habe, gehört jetzt nicht zu meinem Privatschloss, sondern ist sozusagen eine Sommerresidenz. Und ja, habe ich zwar auch Bücher und auch welche von mir, aber nicht die, die ich verlosen will. Und ich werde also demnächst 5 Bücher verlosen. Sind ja 5000, da macht die Zahl ja irgendwie Sinn. Und dafür kann sich jeder bewerben. Auch die von euch, die diese Bücher schon gelesen haben, können gewinnen. Warum sollte ich die ausschließen? Ihr könnt sie ja dann verschenken. Verkaufen bitte nicht, also wäre ein bisschen schade drum. Und natürlich werde ich die auch signieren, wenn sie für euch selbst sind, signieren und wenn sie für irgendjemand anderen sind, den sie schon im Sinn haben, könnt ihr mir ja dann auch Bescheid sagen. Also die Gewinner. Wer bei dem Gewinnspiel leer ausgeht, kann die Bücher natürlich auch kaufen. Ja, und ja, ich freue mich, dass viele von euch ja schon einige Jahre wirklich dabei sind und mich verfolgen. Und freue mich auch auf die 20, 30, 40, 50, 60 von euch, die mich schon persönlich kennen oder mit denen ich schon gechattet oder sonst wie geschrieben habe, die ich dann im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse treffen werde. Das wird bestimmt wie immer ganz, ganz spaßig und darauf freue ich mich schon. Und ja, das soll es für den Moment gewesen sein. Vielen Dank, möchte ich mal sagen. Ne? Weil ihr seid keine klickenden, anonymen Zahlen, sondern alle Menschen. Und ich glaube, die allermeisten von euch auch sehr gute Menschen. Und ich möchte mich für die Aufmerksamkeit, das Interesse und alle Kommentare für Lob und Kritik und alles, was es so im Laufe der Jahre gegeben hat, herzlich bedanken. Und ich freue mich auf viele weitere Jahre mit euch. Tschüss, bis später oder demnächst. Euer Jan.